Ich bin hier mit Henry Kohl aus der Gebäudeautomation. Die Gebäudeautomation ist ein wichtiger Bestandteil für das technische Energiemanagement. ABB Cylon hat da die passenden Produkte für. Henry wird uns jetzt ein bisschen was über die Produkte erzählen. Also Henry, was sehen wir hier? Ja, im Wesentlichen geht es tatsächlich um die ABB Gebäudeautomation, um das ABB Cylon Portfolio. Wir haben das thematisch ein bisschen aufgeteilt, Simon. Im Wesentlichen hier der erste Themenblock ist die Gebäudeautomation, die Heizung, Lüftung, Klima, Regelung. Wir haben hier letztendlich unsere DDC, unsere Controller aufgebaut. Hier werden letztendlich die Regelstrategien abgelegt, die dann dazu dienen, eben die Heizung, Lüftung und Klimaanlagen zu regeln und zu steuern. Das Ganze passiert normalerweise im Heizkeller oder eben auf dem Dach in den entsprechenden Automationsschwerpunkten. Außerdem haben wir hier noch eine Vor-Ort-Bedienung über unsere Panels und können hier Betriebs- und Störmeldungen uns anzeigen lassen. Als nächsten Schwerpunkt haben wir die Raumautomation. Das sind letztendlich auch Controller, die wir aber dann in den Zwischenböden und Zwischendecken unterbringen. Hier finden letztendlich die Applikationen statt, die dann für den Raum entsprechend wichtig sind. Das heißt, wir haben Volumenstromregler hier mit eingebautem Aktor, um eben die Lüftungsklappen direkt anzusteuern, oder eben Standalone-Raumcontroller, die wir in die Zwischenböden oder Zwischendecken montieren, die ja eben auch die raumbezogenen Funktionen abdecken. Das Ganze können wir dann auch kombinieren mit unserem ABB Fusion Air Smart Sensor. Das ist ein Raumbediengerät mit oder ohne Display, um eben die typischen Raumparameter wie Temperatur, Luftfeuchte, CO2 oder VOC aufzuzeichnen. Und der Clou hier ist, wir haben auch noch eine Mobile App. Das heißt, wir können mittels Bluetooth auf die Geräte entweder übers Tablet oder übers Smartphone direkt zugreifen und diese dann auch entsprechend bedienen. Als drittes Element haben wir unsere Management- und Bedienebene. Das beginnt letztendlich bei der Matrix und geht über die Nexus bis zur Webserver-Variante. Und hier können wir letztendlich das ganze Gebäude visualisieren. Das heißt, die ganzen Datenpunkte aus der Raumebene, aus der Erzeugerebene können wir hier aufschalten und sichtbar machen und sehen das am Ende dann auf unserer Visualisierung. Ja, hier haben wir exemplarisch mal eine Demo aufgebaut, eine Wärmepumpe, Kältemaschine, Lüftungsanlage, Einzelräume oder auch Energiemesswerte, die wir hier darstellen können. Wahnsinn! Wow, was da alles möglich ist. Vielen Dank, Henry, für das Aufstauen in dem Thema. Was noch so möglich ist, das checke ich jetzt auch nochmal aus.